1 mit den Nachrichten aus Bundesland und Landeshauptstadt. Herzlich willkommen. Der 1. Mai ist für die Arbeitnehmerbewegung weltweit der wichtigste Feiertag. Doch in den vergangenen beiden Jahren war es wegen Corona nicht möglich gewesen, ihn mit großen Veranstaltungen zu feiern. Das hat sich jetzt geändert, zumindest in Reutlingen. Dort organisierten der DGB und seine Mitgliedsgewerkschaften die Kundgebung zum 1. Mai, wie schon in den Jahren vor 2020, als großes Fest. Ein Fest für die ganze Familie, mit Live-Musik, Essen und Trinken, mit Luftballons für die Kinder, aber auch mit vielen Forderungen an Politik und Arbeitgeber. Und für diese Forderungen war unter anderem die Hauptrednerin Christine Behle zuständig, stellvertretende Bundesvorsitzende der Gewerkschaft Verdi. Die derzeitige Inflation, so Behle, belaste vor allem Mittelschicht und Geringverdiener. Und hier machten Arbeitgeber Angst vor einer Lohnpreisspirale nach oben und forderten Zurückhaltung bei Lohnforderungen. Sie sehe das anders. Wir brauchen auch am Tariftisch Erhöhungen, die den Beschäftigten ermöglichen, die gestiegenen Kosten, insbesondere bei Lebensmitteln, aber auch bei Gas und Strom, auch ausgleichen zu können. Insofern kommt es für uns so nicht in Frage, sondern wir werden angemessene Forderungen stellen. Aber natürlich haben wir im Fokus, dass die Beschäftigten auch am Ende des Tages gut leben können. Aber das allein reiche nicht aus. Auch die Politik sei hier in der Verantwortung und insbesondere die Bundesregierung. Behle lobte die Entlastungspakete. Wenn das aber so weitergeht, wird das nicht ausreichen. Deswegen fordern wir, dass die Mehrwertsteuer auf Gas und Strom abgeschafft wird, zumindest für einen Übergangszeitraum, und dass es ein Mobilitätsgeld gibt, damit die Beschäftigten sich den Weg zur Arbeit noch leisten können. Nur die Hälfte der Beschäftigten profitiere überhaupt noch von Tarifverträgen, so Behle. Der Grund: Tarifflucht. Immer mehr Arbeitgeber zögen sich aus Tarifen zurück. Behle fordert, die Allgemeinverbindlichkeit von Tarifverträgen zu erleichtern. Wir müssen das Tarifvertragssystem insgesamt stärken, damit mehr unter diese Tarifverträge auch fallen. Das ist für die Menschen auch gut. Es ist nicht kein Selbstzweck von Gewerkschaften, sondern es ist für die Menschen gut, weil sie dadurch mehr verdienen, mehr Urlaubstage haben und einfach mehr Sicherheit auch am Arbeitsplatz. Auch das Rentenniveau müsse steigen, so Behle. Und um die ganzen Herausforderungen durch Pandemie, Klimawandel und Krieg finanzieren zu können, müsse auch die Schuldenbremse abgeschafft werden. Und Reiche müssten mehr zur Kasse gebeten werden. Wir haben hier in Deutschland Millionen Millionäre und über 1000 Milliardäre. Und da ist es aus meiner Sicht angesagt, dass wir endlich diese Einkommen, die hier sind, stärker besteuern. Auch hohe Erbschaften beispielsweise. Da ist eine Geldquelle da, an die bisher nicht rangegangen worden ist. Das Gesamtvermögen der Bürger betrage 13,7 Billionen Euro, so Behle. Davon besäße das reichste Zehntel zwei Drittel. Der 1. Mai fiel dieses Jahr auf einen Sonntag, was die Debatte darüber angeregt hat, solche Feiertage nachzuholen. Die baden-württembergische Wirtschaftsministerin Dr. Nicole Hofmeister-Kraut hat sich nun dagegen ausgesprochen. Wie der SWR vermeldet, nannte sie als Begründung, dass es jetzt überhaupt nicht an der Zeit sei, sich mit Randthemen zu beschäftigen. In diesen Tagen und Wochen gäbe es ganz andere Herausforderungen, wie beispielsweise die hohen Energiepreise. Lasst uns nicht im Regen stehen, das forderten am Montag Beschäftigte aus dem Sozialdienst des Uniklinikums Tübingen. Unter aufgespannten Schirmen protestierten sie für eine Einstufung in die Entgeltgruppe 10 von Beschäftigten aus der Sozialarbeit und Sozialpädagogik. Der Streik- und Aktionstag der Sozialarbeit fand bundesweit statt. Die Gewerkschaft Verdi hatte dazu aufgerufen. Anlass ist die aktuelle Tarifauseinandersetzung mit der Vereinigung der kommunalen Arbeitgeberverbände. Verdi fordert bessere Arbeitsbedingungen, Maßnahmen gegen den Fachkräftemangel und die Einstufung in eine höhere Entgeltgruppe. Die bisherigen Verhandlungsrunden im Februar und März liefen ergebnislos. Soweit die BW1-Nachrichten. Jeden Tag das Wichtigste aus Bundesland und Landeshauptstadt. Unsere Nachrichten noch einmal zum Nachlesen und weitere News aus aller Welt finden Sie auf unserer Website unter www.bw1.de. Danke für Ihr Interesse und auf Wiedersehen.